vor uns in die Luft jetzt der EC 145 T2. Now taking centre stage from Airbus helicopters, the EC 145 T2. Der EC 145 T2 von Airbus Helicopters hatte seinen Erstflug 2010 und schaffte es in nur 4 Jahren vom Testflug zur Zulassung. The EC 145 first flew in 2010. Spent the last 4 years in testing and certification, successfully receiving its IATA certification in April this year. The latest of the mid-range civilian EC-145 family. This is a range of helicopters in the 4-ton weight class. Und wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist nicht nur der neueste, ist auch der leiseste Hubschrauber seiner Klasse. One thing you may have already noted, it's a very maneuverable aircraft, but an exceptionally quiet one, in fact the quietest in its class. Woher das kommt, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Der EC 145 T2 hat ein sehr großes Einsatzspektrum. Gedacht für Luftrettungseinsätze, Polizeimissionen, Arbeitstransport, VIP-Transporte, is very adaptable, capable of operating in the range of helicopter roles, such as air rescue, police missions, as a working transport aircraft for VIPs, or in support of offshore oil rigs. Bis jetzt sind bereits 20 vom Typ EC 145 T2 in Serie fertiggestellt und es liegen über 100 Bestellungen vor. At this time, some 20 EC 145 T2s have been built, with over 100 on order